So, Hallöchen, da bin ich wieder. Nach so ziemlich der längsten, ungewolltesten Pause, die ich bisher in meiner Streamer-Karriere machen musste. Und dabei habe ich dann auch noch den Halloween-Stream leider auch noch absagen müssen. Ich bin zwar immer noch ein bisschen angeschlagen, aber inzwischen geht's mir so gut, dass ich sagen kann, gut, jetzt kann ich mal wieder das Streamen Lamsang anfangen. Heute allerdings noch ohne Cam, weil ja, ich sehe nicht sonderlich einladend aus und ja, ich möchte heute eher im Dunkeln zocken und ohne ja, mich jetzt da großartig auf die Cam konzentrieren zu wollen. Damit müsst ihr leben für heute mal. Und ja, ich würde mal sagen, wir spielen zum Anfang ein bisschen Mario, Super Mario Odyssey weiter, wenn er denn startet. Jetzt. Jetzt sollte es gleich gehen, ja. So. Dann machen wir hier ein bisschen weiter. Was war das jetzt? Warum geht die voll? Hä? Warum geht denn die Vollbildprojektion nicht? Hä? Das ist jetzt merkwürdig. Warum geht die denn jetzt plötzlich wieder nicht mehr? Ach. Blöd, weil das vielleicht nicht bei der Konsole war, sondern bei der beim Game Capture, was wenig Sinn macht, wenn man das Spiel nicht, wenn man das Spiel auf der Konsole spielt. So, jetzt sehe ich auch Server, was besser ist es. Okay, wir sind nach dem ersten Zwischenkampf mit Bowser hier auf dieser Insel gelandet. Ich schätze mal, das Wasser hier unten ist nicht allzu gesund für uns. Was? Was machst du? Drücke B, was? Ja, toll. Du hast mir jetzt irgendwas erzählt mit Drücke B und ich habe das jetzt aber nicht mehr. Ich höre, und jetzt sehe ich es nicht mehr. Toll. Ja, super. Ach, da ist ein Schlüssel. Wie hole ich den denn? Stell dich vor dem Fall. Ach so, das ging hier um, es ging hier um den Baum. Ah. Ey! Das wird ja immer besser hier. Kann ich nicht angreifen oder die kann ich nicht angreifen oder trotzdem, das ist ein Stern, da komme ich aber auch nicht ran aktuell. Mein Gott, jetzt nervt mich, ich komme ja schon.
Nein! Oh, danke für die Rettung. Das eben war gar nicht lustig. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einmal. Na egal, lass uns Munde suchen. Mal. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ja. Ich bin doch gesprungen. Man die denn hier unten? Wandsprung. Ein Wandsprung kenne ich doch schon, Leute. Ah.
Ah, Mario, ich hätte nie gedacht, dich hier zu treffen. Ob ich auf Colonel's bin? Nein, ich habe einen Shop eröffnet. Die Location ist unschlagbar, oder? Komm doch herein und zieh dich alle in Ruhe rum. Ja, genau, hier. Ich reise überall hin, um den höchsten Punkt hinabzusegeln. Dieses Fleckchen fordert mich geradezu heraus. Ich fühle das Adrenalin schon in meinen Adern. Kraha! Oh, oh Gott. Oh. Okay. Das war kein guter Flug. Sag mal. Boah, die Steuerung ist echt schrecklich. Mit diesen Dingen gescheit zu fliegen ist fast unmöglich. Ja, hallöchen, Mike. Das hoffe ich doch, dass ich wieder viel besser klinge. Das hm.
Okay, zwei Monde fehlen mir noch. Wo sind die? Also der eine ist in dieser Kiste drin. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkommen soll. Ah, da ist noch einer. Dieser... werden noch welche sein. Ich hier gekommen bin, ein großer Vogel hat mich abgeworfen, ein anderer größerer Vogel als sonst. Aber mir hat die abgeschieden, dass diesen Ort ganz gut getan. Ich habe sogar einen Mond gefunden, super, nicht? Oh, sehr gut. Okay. Was sind die anderen zwei Stern? Mondteile. Da ist noch ein Loch. Vielleicht hinter dem Baum. Nee. Schau mal trotzdem mal vielleicht. Ah, doch. Da schau ihn an. Da ist auch noch einer. Thank you.
Auf die paar blöden Münzen da. Ich würde gern noch diesen einen, aber ach ja. Zum Glück habe ich gerade genug Gemunde gesammeln können, um die Odyssee reparieren zu können. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, ja, da reisetipp mal wieder. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass sie mit Hilfe von Mondenergie erbaut wurde. Cool! Ja, die famose Stadt New Donk City. Und der erste Beweis, dass es Menschen auf, in Marios Welt gibt. Die Geisel auf dem Hochhaus. Und mit Pauline dabei. Die allererste Peach, die es jemals gab. Alles klar, wir haben es hier geschafft und sieht aber nicht gut aus hier. Schau mal. Bowsers Schiff, auf geht's. Ja, tut mir leid, ich habe leider gar keine Zeit für einen Plausch. Ich muss einen Weg finden, meine Stadt zu retten. Oh. Seit diesem Ungeheuer hier einfiel, ist meine Stadt im Chaos versunken. Oh. Dann war auch noch so dreist in der gesamten Stadt, Ankündigungen für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Ich sehe gar nicht, was sie meint. Für mich ist nichts zu gefährlich. Oh ja, der Roller. Miau. Oh.
muss das denn sein? Aber gibt's hier keine? Anscheinend nicht. Oh, da ist aber ein Mond. Guten Abend, Gamer Tobi. Hallöchen, hallöchen. Für den Follow. Also ich habe normalerweise auch meine Cam an, aber da ich mich gerade erst von der Krankheit erholt habe und ja einfach nur in Ruhe spielen möchte, ist die heute mal aus, nur zur Info. Oh.
Oh nein! Erstmal nebenbei Marshmallows naschen. Ja, tu das. Ja. Mit dem Game habe ich angefangen am letzte Woche, glaube ich. Aber ich wäre schon ein bisschen weiter, wenn mich eine Krankheit nicht daran gehindert hätte. Schätze ich mal. Und hast du es schon durchgespielt? Was heißt schon? Das Spiel gibt es schon seit einigen Jahren. Wir sind immer noch nicht hoch genug. Sieht nicht genau aus. Hier kommt es so vor, als würde dieses Ungetüm die ganze Energie absorbieren und woanders hinleiten. Ach, das sind noch. Na egal. Ich habe eine ganze Varietät. Bin ein Varietätsmonster mit Spielen. Also aktuell neben Super Mario Odyssey, wo ich aktuell ein bisschen Pause mache, weil. Ich aktuell keine Lust drauf habe, ist Elden Ring und ansonsten mein eigentliches Hauptthema ist Geschichte der Videospiele. Da bin ich im Jahr 1979 und da versuche ich alles, was an Spielen möglich ist, zu spielen und ich nehme auch wirklich jedes einzelne Spiel durch, also ich mache nicht nur einen kurzen Umriss vom Jahr oder so. Ich versuche alles zu spielen, was es damals gab, zumindest soweit es möglich ist und verfügbar ist.
Und sonst habe ich noch die Geschichte der PC und Konsolen. Das ist dasselbe, nur eben PC und Konsolen. Und oh, nein. Und dann habe ich noch neu angefangen die Geschichte der Gesellschaftsspiele, also Brettspiele, Würfelspiele und so weiter. Also wirklich sehr viel Zeug. Das stimmt. Da wäre man Platz gewesen. Was spielst du so, Gamer Tobi? Was sind deine Lieblingsspiele? Ja, Primitina. Wir sind dieses gerade auf Käferding so los und das Wetter ist wieder schön. Leider scheint Bowser in Aufruhr im Konzert zu sein. Wir sollten uns an seinen Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Mode. Gehen wir doch welche in der City suchen. Bürgermeister Paulinia ist echt der Knaller. Ich frage mich, was sie nach der jüngsten Aufregung vorhat. Meine absoluten Lieblingsspiele sind Super Mario Galaxy 1 und 2. Ansonsten spiele ich gerne Pokémon, halt die Super Mario Teile und Simulation. Sehr nice. Also Super Mario Galaxy 2 hat mir sehr gut gefallen. Das 1er war mir ein bisschen zu stressig, aber ich kann es auch nachvollziehen.
Aha. Football ist weg. Nein. Ah. Junge, ganz ruhig. Am besten finde ich halt deren Soundtrack. Kann ich nachvollziehen. Was macht ihr beiden hier oben? Wie kommt ihr überhaupt hier hoch? Wie kommt ihr wieder runter? Und warum tut ihr so, als würdet ihr euch nicht kennen? Ich sehe euch das doch an. Bin überhaupt nicht aufdringlich. Nein! Ja. Wenn ich mal einmal den Happy Jump machen möchte, dann klappe ich natürlich wieder nicht hin, ey. Au. Hi. Nidongs, die bedeutet mir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Du musst unbedingt zum bevorstehenden Festival kommen. Ich möchte dir und der Stadt gerne meine Dankbarkeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Oh. Meinst du, du könntest 4 Musiker bei mir auftreten, die mich bei meinem kleinen Auftritt unterstützen? Entschuldigung, ich habe das Gespräch zwischen dir und Paulina mitbekommen. Es freut mich zu hören, dass das Festival wieder stattfinden soll. Lange ist es ja. Würde die Frau Bürgermeisterin meine Dienste wünschen, würde ich sofort dabei. Ja. Nummer 1. Ich habe auch endlich mal ein 3DS mit eingebauter Capture Card bestellt, welcher demnächst ankommen soll. Ja, 3DS ist echt schwierig mit Capturen. Da habe ich auch erst überlegt und dann dachte ich mir, ja. Aber der 3DS ist, was das noch angeht, viel zu weit weg. Wenn ich überhaupt irgendwas in die Region kommen sollte. Beziehungsweise ich habe es anders gemacht. Ich habe ja eine Wii U. Und über die Wii U kann man ja 3DS-Spiele spielen. Mit dem Touchpad. Nicht 3DS, sondern DS. Aber ich glaube 3DS-Spiele eventuell. Auch ich meine, 3D-Effekt kriegst du sowieso nicht gecaptured. Also das ist ja in dem Prinzip wurscht.
Wunderbar, du hast schon einen der Musiker gefunden. Vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch drei weitere fürs Festival. Ich weiß, wo noch einer ist, auf jeden Fall. Wenn wir die Musiker zusammen haben, kriegen wir eine der ikonischsten Szenen des Spiels zu sehen. Das ist eigentlich die ikonischste Szene des Spiels. Was führt dich den weiten Weg hierher? Hm? Die Bürgermeisterin? Verstehe, so ist es also. Danke für die Einladung, es ist mir eine Ehre, am Festival mitzuwirken. Wäre doch gelacht, wenn hier nicht irgendwie noch ein Sterne oder so ein Mond wäre. Jawoll. Bisschen hoch hier oben. Okay. Bam. Toll. Und jetzt? Warte mal, Klim muss sich an King Kong denken, ja? Kommt gut hin. Toll. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Egal. Ah, da ist noch einer. Hey Kumpel, alles fit? Willst du ein Autogramm? Ja, ich hab schon von dir gehört. Du suchst auch Musikern, die mit der Bürgermeisterin nach dem Festival auftreten. Ich hab das richtig verstanden. Die Bezahlung für so eine Veranstaltung ist auch nicht zu verachten. Das hast du nicht gehört, ja? Ich bin dabei. Yeah.
Football! Warum das trübe Gesicht kommt, kann ich was für dich tun? Aha, so, so, die Bürgermeisterin ist ganz schön geschwitzt. Egal, ich bin jedenfalls jederzeit bereit. Gehen wir. So, dann starten wir mal die große Party. Du bist umwerfend, du hast alle Musiker, die für benötigen, zusammengetrommelt. Danke. Leider hat sich ein neues Problem aufgetan. Das unterirdische Stromkraftwerk funktioniert nicht. Ohne Strom können wir kein Festival veranstalten. Du kennst dich nicht zufällig mit Stromarbeiten aus. Ich bin Klempner, kein Strommensch. Aber okay. Hey, wenn du zum Stromkraftwerk runter, dann betrügst du doch mal mit einer großen der Kanaldecke. Ah, okay. Wo ist denn hier der Käppi-Laden? Da ist der Käppi. Nee. Da ist der Shop. Wir müssen uns doch für die Party noch richtig kleiden. Jetzt werde ich dich gekleidet hier. So. Woohoo!
Spiele der Runde Checkpoint, das Spiel, das von der Wurzelbeben aus der ganzen Stadt Welt erobert. Die Mützen bekomme ich von dir für ein Spiel. Wenn du gewinnst, winkt dir ein Mond. An der Stelle würde ich mir diese Chance nicht gehen lassen. Okay. First try easy. Unter den oberen. Oh, es hat gleich keine gute Idee. Ah. Oh Gott! Oh nein! Nein, 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 nein! Das war keine gute Idee! Oh Gott, nein! Jetzt habe ich mich fünfmal gerettet und beim letzten Mal. Ja. Hat's nicht gut ausgesehen. Oh. Hallöchen, Herzog-Truffe! Bist nur zu schnell hergekommen. Ich sehe gern selbst nach, was in meiner Stadt vor sich geht. Das schließt sich auf das Stromkraftwerk mit ein. Die Freunde von diesem Ungeheuer haben es also bis hier runter geschafft. Thank you.
Ja, werden wir mal die Power hier für die Stadt wieder in Kraft setzen. Wundervoll, Mario. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Herzlichen Dank. Nun steht dem Festival nichts mehr im Wege. Jetzt können wir endlich das Festival eröffnen. Die Party kann beginnen. Oh hey, würdest du uns die Freude machen und an unserem Festival teilnehmen? Aber sicher doch. Nein! Ach wirklich, das ist allerdings sehr schade. Ach, ja, ich habe meine Meinung sofort geändert. Ja, ich will. Fantastisch, ich kann es nicht abwarten, mit dir das Tanzbein zu schwingen. Ladies and Gentlemen, welcome to the New York City Festival, a celebration of the history of our city. And now, to get things started, her honor, Mayor. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is on to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, spit up jealousy and go. I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. The snow clouds rock my dancing. You know that you're my superstar. No one else can take me this far. I'm flipping the switch. Get ready. Da ist er ja, der böse Donkey Kong. Au. Den werden wir auch bald in unserer Reihe der Spiele, Geschichte der Videospiele sehen. Bald. Vielen Dank für die Teilnahme am Festival. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Aus diesem Grund möchte ich dir ein Dankeschön überreichen.
Ja. Hätte auch locker das Finale sein können, war es aber nicht. Also das Spiel ist, meine ich. So, mir fehlen noch 2 Monate. Warte mal, hier unten ist einer. Ja. Einer fehlt noch. Soll ich mich versuchen? Ich kann mir erst die Rangliste angucken, wenn ich es versucht habe. Ah! Ging schon vorher los, was? Ich werde es nicht mal mit 1 schaffen. Ich bin 4.665.982. Yay. Ja, okay. Kann man nicht irgendwie schnell auf die 1 springen oder so? Warte, Moment. Da war die 1 dann irgendwann. Ja, genau. 99.000. Als ob. Ich wette, jeder einzelne von denen hat gecheatet. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand schaffen konnte. Jeder einzelne von denen hat bestimmt gecheatet. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das jemand schafft. Ich will das machen hier. Ich will es ihm. Gib das mal her. Ah. Heilige Scheiße. Nein. Kannst du wieder weitermachen.
Vorsicht! Oh, wer hat denn die Stadt hier gebaut, ey? Hier der Todeszone. Dann können wir ja wieder zurück zur Odyssee. Oh, die Qualiaval. Wo meinst du, welches Land Basis sich wirklich verkümmelt hat? Polarland, Küstenland. Gehen wir mal erstmal ins Polarland. Wir müssen ja sowieso dazu beiden, also ist sehr egal. Das ist nicht mal ein überwältigendes energetisches Festival. Nutzen wir diese Energie für unsere weitere Reise. Ob wir gerade ein bisschen Zeit haben. Ja. Nächster Stopp, Polarland. Oh, das sieht aber echt kalt aus. Die Rennen dort sollen sehr beliebt sein. Und der Preis ist eine Zuckerguss-Torte? Ah ja. Jingle bells, jingle bells. Ich könnte jetzt die Badehose für Mario kaufen. Raus, es geht als richtige Wetter dafür. Oh,
Dieses Ungeheuer hat die leckere Zuckergusstorte gestohlen, die wir sonst als Preis für den ersten Platz vergeben. Dann halt das den Zugang zur Rennpiste versiegelt. Wir brauchen Powermode, um wieder reinzukommen. Wow, wow, wow! Weil ist hier oben was? Ja. Dann mach mal hier weiter. Hm.
Plimps. Da oben ist doch was. Natürlich. Die Brutals sind auch noch mal da. Die Zuckergusskorte gehört jetzt uns. Anscheinend verbindet der Chef keine positiven Erinnerungen mit Pforten. Egal, unser Job hier ist jedenfalls erledigt.
Der Schlodder Grand Prix. Ah, Rennen, wie schön. Ich liebe Rennen. Der Athleten konnte ich aus dem Warteraum. Warum dauert das so lange? Rennen? Nein, ich will nicht. Die anderen sind alle Vollprofis. Da habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen. Wenn du jemand an der Stelle antreten würdest, dann wäre ich aus dem Schneider. Jetzt können wir das Rennen starten. Die Zuckergussflotte wurde gestohlt und deswegen gewinnen einen Multimotorspreis. Bist du bereit für das Rennen? Ja, es hilft dir nichts. Seit dem letzten Rennen ist eine Weile vergangen, darum beginnen wir aber mit einem Trainingsrennen. Ah, okay, also das hier. Verlangsamt einen so ziemlich hier. Okay. Ich muss noch mal schauen, wie man das machen hier. Das ja, wahrscheinlich mit dem vielleicht hin und her springen wahrscheinlich. Oh Mann. Das könnte interessant werden. Ja. Okay, anscheinend ist Springen tatsächlich die bessere Alternative als nur zu rollen. Oh Gott. Ja. Jedes Mal hier auf der Kante zu landen, ist nicht gut. Oh Gott. Was für ein unglaubliches Rennen! Man könnte dich fast nicht erkennen, du Überschallschneeball! Der Multimod ist unser Preis für den ehrenhaften Gewinner!
Ich war's. Ich habe aber alle verarscht. Ja, wir haben schon alle. Jetzt können wir ins Küstenland reisen. Bowser, jetzt sind wir dir auf den Fersen. Zur Hochzeit wird es auch eine Zuckergusstorte geben. Aber nicht, wenn wir die Bande vorher abservieren. Nächster Stopp, Küstenland. Da gibt es ein prächtiges sprudelndes Meer und 4 gigantische Fontänen, die man gesehen haben muss, steht hier. Das Glas ist halb leer. Hey du, siehst du wie ein hilfreicher Zeitgenosse aus? Siehst du dieses grauenhafte Wesen direkt vor uns? Das ist bereit gemacht und jetzt schlüpft genüsslich unser kostenloses Edel, unser kostbares Edelwasser in sich hinein. Du doch bitte was.
Oh mein, du willst die vier Fontänen wieder sprudeln lassen? Ich gebe das köstliche Edelwasser nicht kampflos her. Noch drei weitere Fontänen, weiter geht's. Nein, nein, nein. Merci, Dory. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso deine Kopfbedeckung, ich sei gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Wohlan, wie lautet der Name dieses Landes? Blubberstrand. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Brauche ich tatsächlich einen Fisch, glaube ich.
sind die denn jetzt alle hin? Da ist einer. Ja, die sind aber auch Upsala. Falsch! Oh nein! Wir müssen hier rüber. Wo war denn jetzt der da? Ach toll. Ich hätte so oder so. Gekonnt. Ah! Oh mein Gott. Ja!
kannst aber auch übertreiben. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine. Oh. Da drüben, das ist da hinten. Okay. Piraten-Gombas. Ich wollte mir den Mond da drin schnappen, aber es ist gefährlich, da ich und ich leider viel zu lang sagen. Ach so, ach da kommt man. Ah. Ja, warte, dann machen wir das mal schnell noch. Gleich mit. Zumindest hoffentlich. Thank you.
Das ist ja, dass wir uns das Edelwasser zurückholen. Was muss ich denn jetzt machen? Vielleicht von unten? Ich glaube, ich muss jetzt mit dem Fisch arbeiten, würde ich mal fast sagen. Das ist auch nicht. Das ist schon richtig, was ich mache. Aber es ist halt echt schwierig. Ja, es ist schon richtig, aber boah. Ich habe jetzt schon sehr viel. Verloren. Das ist nicht gut. Oh Mann. Oh, das ist Ziege.
fortbewegen. Das Glas ist halb voll. Ja. Wow. Ist das ist ein famoser Sonnenuntergang. Und mit den Fontänen und dem Edelwasser ist sogar noch schöner. Oh, fahr in der Pause. Aber Bowser scheint sich gar nicht mehr in diesem Land aufzuhalten. Wir müssen ihm hinterher. Auf ins Schlemmerland. Bowser kann nicht auf ewig vor uns davon laufen. Ist ja das sehr gut geschafft. Also will er also eine Rede halten und sie mit Edelwasser begießen. Scheint, das käme in Vorbereitung voran. Wenn wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein kleines bla bla bla. Wir sind auf dem Weg ins Schlemmerland. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seine auf einem Vulkan zubereiteten Schlemmereintopf ist. Echt feurig. Thank you.
Die Brutals sind da. Ja, natürlich sind sie da. Aber für heute reicht's auch. Echt? Jetzt haben wir eine Speier vergangen. Okay. Auch gut. So. Jo, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Es wird jetzt wieder öfter Streams geben, auf jeden Fall. Da es mir jetzt auch wieder dementsprechend besser geht, kann ich dann auch wieder öfter streamen. Und dann schauen wir mal morgen, denke ich mal, werden wir mal wieder eine Geschichte der... mal schauen machen. Wird sich zeigen. Also, dann sage ich mal noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.